Hallo und willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Und heute geht es um eine, ich sag mal, interne Sache. Und ja, ohne groß um den heißen Brei herumzureden, ihr habt es schon im Titel gelesen, ich habe nach 3 Jahren YouTube meinen ersten Strike bekommen. Yeah! Ich fühle mich ja so geehrt. Habt ihr mitbekommen, dass ich vor ein paar Wochen, ich glaube 2 oder so, ein Video zu diesem Mario Maker Event hochgeladen habe, wo auch Miyamoto gespielt hatte. Auf jeden Fall hat der Veranstalter von diesem Event eben, ja, wie nennt man das, das Video, der ist auf mein Video aufmerksam geworden und dem passte das so gar nicht. Und ja, jetzt habe ich einen YouTube-Strike. Ja, keine Ahnung. Das Video wurde natürlich gelöscht. Und was bedeutet das jetzt? Ja, ich kann bis November nur noch Videos hochladen, die nicht länger als 15 Minuten lang sind. Ja, ziemlich harte Strafe, sage ich mal. Naja, aber man muss es halt hinnehmen. Man kann es nicht ändern und ist mir jetzt eigentlich auch egal, denn man kann es ja, naja, wie sagt man das jetzt? Man kann dem ja ausweichen. Ich weiß noch nicht, wie ich das zukünftig mache bis November. Vielleicht werde ich meine zukünftigen Videos splitten und dann einfach beide Teile des Videos, also zum Beispiel, wenn jetzt ein Part aus 2 Teilen besteht, also A 15 Minuten, also insgesamt 30, werde ich diese 2 Parts einfach gleichzeitig hochladen und am Ende vom ersten Teil des Partes einfach auf den zweiten verlinken. Ich hoffe, ihr wisst, was ich damit meine. Ja, ich wollte euch nur kurz Bescheid sagen und damit ihr euch halt nicht wundert, warum in nächster Zeit meine Videos etwas kürzer ausfallen werden. Aber wie gesagt, das ist ja ein Problem, das man umgehen kann. Und ich hoffe, das klappt alles, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Und ja, schönen Abend noch. Falls es Abend ist, wenn ihr das anseht.